Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Am Freitag war ja Weltfrauentag. Da wünsche ich erst nochmal meinen weiblichen Zuschauern alles Gute nachträglich. Wir Frauen dürfen uns niemals unterkriegen lassen. Wir haben so viel Power und ja, lasst euch niemals unterkriegen und macht das Allerbeste aus eurem Leben und nutzt jede Chance, die ihr kriegen könnt. Auch wenn natürlich in Deutschland noch längst nicht alles perfekt läuft, würde ich mal sagen, dass man auch manchmal die Sachen ein bisschen positiv sehen muss und dankbar dafür sein muss, dass wir hier quasi in einem Land leben, in dem Frauen wirklich schon viel, viel, viel mehr Möglichkeit haben als in anderen Ländern. Es gibt immer Länder, die besser sind, zum Beispiel die skandinavischen Länder. Da läuft halt alles noch ein bisschen besser als zum Beispiel in Deutschland. Aber trotzdem können wir, denke ich mal, dankbar darüber sein, dass man hier als Frau wirklich sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, im Leben auch vor allem so beruflich das Beste aus sich zu machen. Und ich denke mal, das ja, sollten wir auch alle in Anspruch nehmen. Leider läuft es nicht überall auf der Welt so wie in Deutschland. Und deswegen wollte ich heute passend zum vergangenen Weltfrauentag euch einfach mal so ein bisschen was zur Rolle der Frau in Japan erzählen. Ich denke mal, einiges wisst ihr auch schon, aber ich bin da im Internet auch nochmal auf so ein paar ja, Zahlen und Fakten auch gestoßen, die mich echt ein bisschen erschrocken haben. Und deswegen dachte ich mir, ist das ein passendes Thema für diese Woche und deswegen lege ich jetzt einfach mal los. Leider ist es in Japan, vor allem was so das Arbeitsleben und so, ja, natürlich auch diese traditionelle Rolle der Frau angeht, nur einfach noch nicht so fortgeschritten wie in Deutschland. Das fängt schon alleine mit der Erziehung an und mit diesem, ja, wie gesagt, diesem einfach traditionellen Frauenbild, was in Japan einfach noch viel stärker ausgeprägt ist als zum Beispiel in Deutschland. Frauen werden schon als Kind halt dazu erzogen, lieb und ruhig und süß zu sein und natürlich gute Noten zu schreiben und ja, einfach dann im Endeffekt eine gute Hausfrau zu werden. Das ist nämlich wirklich ein Problem in Japan. Die Frauen sind alle super ausgebildet auch, ne? Aber sie haben einfach viel zu wenig Möglichkeiten, dann am Ende was daraus zu machen. Es ist einfach noch viel mehr dieses Bild halt in der Gesellschaft vertreten, dass man dann als Frau auch wirklich spätestens Ende 20 den Druck hat, dann Kinder zu kriegen, weil ansonsten, ja, die biologische Uhr tickt. Und ja, wenn man dann in Japan als Frau nicht wirklich dann auch spätestens Ende 20 mal eine Familie gegründet hat und Kinder kriegt, dann wird man, da gibt es wirklich eine Bezeichnung für, dann wird man quasi als Verlierer angesehen. Und ja, der offizielle Begriff dafür ist Make Inu, ein geschlagener Hund, wörtlich übersetzt. Und das finde ich wirklich einfach so erschreckend, als ich diesen Begriff gelesen habe. Da, ja, wenn man als Frau quasi so abgestempelt und als Verlierer bezeichnet wird, natürlich, dann würden wir auch alle dafür sorgen, dass wir Ende 20 irgendwie irgendwen heiraten und Kinder kriegen. Und das ist nämlich auch so eine Sache in Japan. Der Druck ist einfach so groß, dass man dann sich teilweise am Ende einfach irgendwen sucht. Ich meine, den Druck gibt es natürlich auch für Männer und für Männer ist es auch ja, wichtig, dann eben eine Frau zu haben an der Seite und so weiter. Und deswegen gibt es einfach so zum Beispiel so, ja, so Partnerbörsen, wo man dann quasi irgendwie, ja, sein, wie quasi auf so einer Dating-App sein Profil angibt und guckt, ja, ne, was hat man so im Leben gemacht, passt das so ein bisschen zusammen? Und wenn das dann vom Lebenslauf her gut zusammenpasst, dann sucht man sich quasi nur anhand dessen einen Partner, den man dann einfach heiratet, nur um zu heiraten und Kinder zu kriegen. Ich finde das so unvorstellbar irgendwie so, für mich jetzt aus einer Perspektive, einer Deutschen, dass man quasi einfach so, ich würde niemals einfach so irgendwen heiraten, der vielleicht so von seinen Charakterzügen gut zu mir passen könnte, nur um irgendwen zu heiraten. Also für mich ist das so unverständlich, aber in Japan ist das halt einfach noch relativ normal, dass man halt, wenn man selbst keinen findet, dass man halt irgendwie dafür sorgen muss, dass man irgendwen findet. Und deswegen ist es auch noch in Japan so ein bisschen das Problem, dass es mit Treue nachher nicht so ganz ernst genommen wird. Weil dann wird vielleicht im späteren Eheleben doch klar, dass das alles nicht so ganz gut zusammenpasst. Ja, und dann betrügt man sich halt gegenseitig. Es ist, also so von dem, was ich bis jetzt so gehört habe, also das heißt jetzt nicht, dass Frauen die Männer nicht betrügen, aber man hört halt immer wieder, dass dann in Japan so die Männer irgendwie lügen über die Arbeitszeiten oder so und sich dann noch, keine Ahnung, nebenbei irgendwie mit wem anders treffen oder so, halt so, dass man halt nebenbei noch so eine Geliebte hat und die, ja, die richtige Frau sitzt halt zu Hause mit den Kindern, macht den Haushalt und kann nicht so wirklich was dagegen machen, weil ja auch Scheidungen in Japan noch, ja, nicht so angesehen sind wie in Deutschland. Das heißt, du wirst halt auch echt schnell gesellschaftlich abgestempelt, wenn du dich scheiden lassen hast. Also wie gesagt, es soll nicht heißen, dass es nicht in Japan auch Frauen gibt, die ihre Männer betrügen. Aber ja, so ist halt so quasi immer das, was man so hört, dass dann quasi die Hausfrau zu Hause sitzt und ja, der Mann dann nebenbei noch eine Geliebte hat.
In Japan gibt es auch viel, viel, viel weniger weibliche Führungspositionen als in anderen Ländern. Japan ist da, glaube ich, von den ja, industrialisierten Ländern ganz hinten, also wirklich auf dem letzten Platz. Schon alleine so nur im mittleren Managementbereich irgendwie sind nur 11% aller Arbeitnehmer Frauen. Also das ist schon echt eine ganz schön ja, geringe Anzahl nur. Es ist halt heutzutage wirklich so, dass immer mehr Japanerinnen sich einfach entscheiden müssen, entweder Karriere oder Kinder und Familie. Es geht beides einfach nicht. Und das ist einfach vielen Japanerinnen bewusst geworden, weil man da einfach so wenig Unterstützung kriegt, dass man quasi einfach so ein bisschen vor die Wahl gesetzt wird. Entweder ich will jetzt beruflich vorankommen oder ich werde eine Hausfrau und ja, heirate und kriege Kinder. Statistisch gesehen kehrt auch nur jede dritte von 10 Frauen, nachdem sie ein Kind gekriegt hat, nachdem sie im Mutterschutz war, wieder zu ihrem Arbeitsplatz zurück, weil denen das Leben auch einfach so schwer gemacht wird, dass es einfach kaum möglich ist. Das Problem ist den Japanern auch eigentlich bewusst. Also auch Shinzo Abe, der Premierminister, hat mal vor ein paar Jahren gesagt, wir wissen, dass die Frau in Japan die am wenigsten genutzte Ressource des Landes ist. Und es ist auch klar, und es gibt ganz viele Untersuchungen dazu, um wie viel Prozent das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel wachsen könnte in Japan, wenn den Frauen einfach mehr Möglichkeiten gegeben werden würde. Und zwar kommt man da so auf einen Wert von ungefähr 16%. Also die Frau, das muss man sich mal vorstellen, um 16% könnte das Bruttoinlandsprodukt wachsen, wenn man einfach den Frauen mehr Möglichkeiten geben würde. So, es ist so ein Punkt, der so klar ist, wie man Japans Wirtschaftswachstum fördern könnte und trotzdem wird einfach noch viel zu wenig gemacht. Also es gibt schon, klar, es gibt Sachen, die sind eigentlich relativ klar, was man erstmal machen müsste, um Frauen da zu unterstützen. Ein ganz, ganz, ganz großes Problem, und das wird auch immer als eines der größten Probleme genannt, sind natürlich in Japan auch die Arbeitszeiten. Vor allem traditionelle japanische Firmen sind da auch wirklich super unflexibel und es wird ganz, ganz viel Wert darauf gelegt, dass man so lange wie möglich abends bei der Arbeit bleibt, dass man nicht vor seinem Vorgesetzten nach Hause geht. Selbst wenn man gar nichts mehr zu tun hat, hat man quasi am Schreibtisch sitzen zu bleiben und irgendwie zumindest so auszusehen, als würde man noch arbeiten, obwohl man theoretisch schon eigentlich hätte längst nach Hause gehen können und sich um was anderes kümmern können. Aber nein, das ist in Japan unhöflich und wenn der Chef sagt, man muss danach noch mit trinken gehen, dann hat man da auch mitzugehen. Das ist natürlich jetzt ja in internationaleren, größeren Firmen vielleicht auch noch wieder ein bisschen anders und es wird auch besser, aber das mit diesen krass langen Arbeitszeiten ist in Japan immer noch ein riesiges Problem. Das heißt, dass es einfach so unflexibel ist, dass man ja als Frau auch, wenn man da nicht mitmacht, dann hat man keine Chance, beruflich weiterzukommen und dann kann man aber ja, sich auch nicht um seine Kinder quasi kümmern zu Hause und um sein Familienleben. Und deswegen ist das einfach momentan noch so unvereinbar, dass die Frauen da halt wirklich einfach vor die Wahl gestellt werden. Daran müsste man also erstmal was machen, dass diese Arbeitszeiten nicht mehr so unflexibel sind. So zum Beispiel, was man machen könnte, ist ja, dass einfach dieses Homeoffice, das ist ja immer mehr im Kommen, dass man eben auch mal von zu Hause arbeiten kann. Das gibt es ja auch in Deutschland so in neueren, jüngeren Firmen immer mehr, dass man ab und zu auch einfach mal ohne Probleme von zu Hause aus arbeiten könnte. Das würde natürlich auch sehr erleichtern, dass man eben das Privatleben oder das Familienleben und den Job unter einen Hut bringen kann. Ja, dass das einfach alles ein bisschen flexibler gemacht wird und nicht mehr auch dieser Zwang da ist, dass man jetzt bis abends 10 Uhr in der Firma sitzen kann. Wenn daran schon mal gearbeitet werden würden, dann hätten die Frauen auf jeden Fall schon bessere Chancen. Und dann gibt es noch einen Punkt, den wusste ich ehrlich gesagt nicht, aber der hat mich echt ein bisschen schockiert. Und zwar müsste man in Japan auch an der Steuerregelung was ändern. Und zwar ist es so, dass in Japan, wenn man also verheiratet ist und die Frau verdient weniger als der Mann, dann bekommt der Mann eine Steuererleichterung und die Frau kriegt eine staatliche Rente halt irgendwann, hat also Anspruch darauf, ohne was einzuzahlen. Das heißt, man hat also quasi steuerlich gesehen nur Vorteile als Familie davon, wenn die Frau weniger oder gar nicht arbeitet. Zieht euch das mal rein, das ist so bescheuert. Natürlich würde ich mir dann als Frau auch dreimal überlegen, ob ich wieder irgendwie noch einen Job annehme oder ja, beruflich, eine berufliche Karriere anstrebe, wenn ich ein Kind gekriegt habe, wenn ich nur Nachteile und nicht nur ich, sondern einfach generell meine Familie nur Nachteile davon hat, wenn ich wieder arbeite und irgendwie meine eigene berufliche Karriere voranbringe. Wie bescheuert ist das, oder? Also das ist halt auch echt eine Sache, da muss man einfach was dran machen, weil die Frauen so demotiviert werden in Japan überhaupt, eine berufliche Karriere zu verfolgen, beziehungsweise
das Familienleben und die berufliche Karriere zu vereinen, das ist einfach klar, dass das einfach nicht viele Frauen machen oder überhaupt nicht versuchen, weil denen einfach so viele Steine in den Weg gelegt werden. Und ja, das ist halt echt noch ein Riesenproblem in Japan, an dem echt was gemacht werden muss, weil ansonsten, ja, wird das nichts und die 16% Steigerung des Bruttoinlandsprodukts werden definitiv nicht erreicht werden. Klar, es ist natürlich schon so, dass wenn man sich dafür entscheidet, und das finde ich halt persönlich, wenn man sich dafür entscheidet, Kinder zu kriegen und eine Familie zu gründen, ist das natürlich ein großer Teil im Leben, den man nicht einfach nur nebenbei machen kann, ne? Also wenn man jetzt ein Kind hat, dann, ja, das ist kein Haustier oder so, was man mal den ganzen Tag alleine lassen kann. Und einem muss schon bewusst sein, dass das viel Arbeit ist, ein Kind zu haben. Und dass man, ja, vielleicht da auch einfach mal Kompromisse schließen muss, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, Arbeitszeiten und so weiter angeht. Aber ich denke mal, das ist eine Sache, die sollte man eigentlich dann zusammen machen. Also der Mann und die Frau. Und nicht halt sagen, okay, wir haben jetzt ein Kind, du bleibst komplett zu Hause. So, das ist echt, schade, finde ich. Ich finde halt, klar, man muss bedenken, dass es viel Arbeit ist, alles, und dass man vielleicht nicht mehr so frei und unabhängig leben kann wie vorher, wenn man ein Kind hat. Aber ich finde, das darf halt nicht alles an der Frau hängen bleiben, und ich finde, die Frau sollte einfach genauso die Chance haben, weiterhin Karriere zu machen wie der Mann. Und ja, da würde ich jetzt echt mal gerne wissen, was ihr so dazu denkt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich finde es halt echt schlimm, wie das teilweise in Japan noch ist. Japan ist ein sehr industrialisiertes, entwickeltes Land, und trotzdem ist da halt die Frauenrolle immer noch so, ja, traditionell, und den Frauen werden so viele Steine in den Weg gelegt. Das finde ich echt schade, und ich hoffe, dass Japan da auch in den kommenden Jahren noch mehr machen wird. Und ja, das ist halt so meine Meinung zu dem Thema. Wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr so dazu denkt, und vielleicht wisst ihr auch noch irgendwelche spannenden Fakten oder so zu dem Thema, die ich jetzt nicht genannt habe. Schreibt mir das alles gerne. Ich freue mich wie immer, von euch zu hören, und wünsche euch noch eine wunderschöne restliche Woche. Bis dann!